2000 Jahre später. Hallo. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren da draußen. Und schön, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Und ja, und heute rede ich ja wieder mal was hier an jemanden da draußen. Wieder was Neues, was da draußen, was? Bevor es natürlich ja losgeht, ne? Also, da erzähle ich ja ein bisschen dazu, was dir in der YouTuber hier, was hier da, hier was hier erzählt hat. Mal. Und wenn ihr nicht dazu hört, dann könnt ihr einfach gerne wohl spulen lassen. Nee, so ein Spaß. Also ein bisschen Spaß zur Seite. Und zwar hat er wohl der YouTuber, also der hier Blindgamer, wohl mich Wirklichkeit da mich reagiert. Und der hat er wohl hier auch noch hier bewertet. Dies, das und ja. Und er findet natürlich, dass die Qualität hier so scheiße ist, dass er einfach nur von dem Fenster hier rausschmeißen muss. Und deswegen muss man ja auf jeden Fall sagen, also normalerweise kann man ja halt selber ja natürlich kreieren, natürlich auf jeden Fall, was man natürlich ja das erzählen kann, ja. Und natürlich ist ja wohl klar. Ja. Ja. Okay. Von YouTube. Okay. Alles klar, dann gucke ich mal, ja. Und deswegen ist ja wohl klar und dies, das. So, jetzt öffne ich mal kurz mal hier mein, hier Brief. So, ich öffne mal kurz. Oh, okay, da hat er aber schon mal hier einen guten langen Text in mir geschrieben von YouTube. So, und zwar hatte YouTube mir geschrieben, also, lieber Krebs65. Wir haben schon hier bei Ihnen geschaut auf deinen YouTube-Kanal und wir haben auch gerne hier für Sie gerne eine runde Bewertung bewertet auf deinen Kanal. Wir finden natürlich für Sie in Ordnung, was Sie zu machen, aber auch natürlich müssen Sie natürlich auf jeden Fall was verbessern, unter anderem auch für ihre Qualität und auch den Ton. Und selbstverständlich ist es ja wohl klar, dass das wohl das ist hier einfach so Masche, was mein erster Eindruck, als ich sie erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicke. Und auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall kann man ja wohl da selber eigentlich wohl heutzutage natürlich hier gestalten oder nicht, ne? Da hat man jeder eigene Meinungsrecht natürlich ja da am Start zu sein und nicht hier irgendwas, ja, du sollst ja nicht da so und so machen, ne? Das geht ja wohl gar nicht, ne? Und sogar geht er natürlich auch, ja, warum ist er bei seinen Dings irgendwie, bei seinen Screen irgendwie ja ganz komisch und bei ihnen ja gar nicht oder was? Dies, das und verstehe ich halt nicht irgendwie da ganz komisch, oder? Irgendwie ganz komisch. Muss man mal sagen, ne? Ob ich ja wohl hier viel lieber aus der Raus aus Spann oder ja wohl kommen würde oder was ich das, ey. Nein, Schluss mit lustig. Wir werden mal jemanden natürlich erstmal mal kurz mal vorstellen und danach reagieren wir mal an ihn. Vielleicht wird er ja wohl sicherlich freuen. Das ist noch nicht gestartet. Jetzt. So. Dann gucken wir mal bei Ihnen mal vorbei, ne? Und deswegen, also wie man sieht, also der hat über 4000 Abonnenten, das hätte ich jetzt so gerne auch gehabt, aber ja. Aber so weit so gut reicht ja wohl nicht aus. Nein, ein bisschen Spaß muss sein, mal jetzt zu gucken, ne? Bei Ihnen mal vorbei. So, jetzt reagiert er mal ein bisschen, ey. So, also der macht da auf jeden Fall best auf Video, auch Live-Videos mit Facecam und so, dies, das. So. Und sogar auch noch hier von ihr, hey Moritz-Musik. Was
gehört er hier dazu? Nö. Oder hat er das selber kombiniert? Bestimmt ja, auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal unter ein Video, was da hier wohl hier weiter geht. Wie das hier schön lang laden geht, ey, meine Güte. So. Eieiei, auch schon von 2019. Das Rückblick überhaupt. Ah, und da ist so das damalige Logo. Sehe ich da irgendwie. Ja. Aber der macht da auch schon ein bisschen hinterher noch Wiederholung. Mal gucken, was er auch noch hier bei Playlist so macht. Ui, Playlist auf jeden Fall schon mal überragend. Wiederholung. Da kann man wohl nicht nochmal Nein sagen. Auf jeden Fall nichts nochmal Nein sagen. Auf jeden Fall. So, Community. Dann gehen wir mal hier zur Community. Ah, der hat auch noch ein Programm natürlich am Start. Alles klar. Da ist ja auch noch hier eigenes Programm. Alles klärchen. Das ist auch ja auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall gut, was der macht hier mit dem eigenen Programm. Schön hier Live-Programm bestimmt jetzt so zu gehen. So gucken wir mal unser Kanal. Ja. Also der hat auch nicht so eine Menge. Also reichlich. Okay, wenn ich euch nicht streiche. Okay. Aha. So. Ja. Okay. Alles klar. So, dann kommen wir zur Kanalinfo. Was steht denn hier? Ui. Ah, ja, hat er bestimmt ja einen langen Roman ja wohl geschrieben aus der Geschichte. Eine 1 plus bekommen. Alles klar. Aber gut, seit 2014 ist er ja wohl bei gedreht. Ach, du meine Güte. Aber eigentlich heißt er wohl damals ja wohl Drecker-LP oder so. Aber egal. So, da steht ja alles da drin. Ihr könnt auch jederzeit gerne mal hier natürlich shoppen. Ja, hier. Da AK Drecker LP. Da ist es, ne? Und auch seinen Fehlern lernen. Ah, alles klar. Und links hat er nur hier Blind Gamer TV und Insta. Wow. Und nicht mehr als weniger. Wow. Da soll man ja wirklich Applaus hier geben. Nee, eigentlich Spaß muss sein. Sondern. Ich würde vielleicht ja wohl irgendwie, dass er ja auch noch ein bisschen mehr Links natürlich auf seinen Kanal auf jeden Fall rein bezieht, ne? Außer nur hier YouTube, Insta. Vielleicht auch was anderes, zum Beispiel Discord oder sowas, ne? Hat er auch auf jeden Fall heutzutage eigentlich auch, ne? Und ja, deswegen. So, aber sein Video ist ja schon ja für über 2 Monaten. Keine neues Video, warum das denn? Wieso das denn? Warum kommt denn kein neues Video hier irgendwie zustande? Aber egal, das ist so typisch, dass man ja so denkt, auf jeden Fall, was man wirklich hier so denkt. So, dann öffnen wir einfach mal hier ein Video auf. So, dann gucken wir mal, ne? So, dann habe ich ja erstmal hier auf. So, dann gucken wir mal hier. Welche Qualität er wohl nicht gut spielt. Ja, 1080p, 60 FPS. Sehr schön. Wunderbar. So, mal gucken, was da hier noch darunter geht. Immer noch. Okay, komische Sachen. Das ist best auf. Aha, von 15.07. bis 17.07. Alles klar. Also schon hier im Zeitraum 3 Tage. Irgendwas, okay. Aha. Okay. Also, man muss auf jeden Fall Humor nehmen. Alles klar. Alles klar. Aber da gibt es aber richtig viele Kommentare hier mit der Zeit, oder? Wohl. Aber es gibt ja bestimmt hier wohl mehr davon. Glaube ich. Natürlich, ne? So. Bevor es dann natürlich das Video weiterläuft, würde ich ja noch kurz noch was ein Wort noch zu sagen. Wo ich ja noch gesehen habe, das Video, da konnte ich halt ja leider nicht dafür, aber trotzdem wegen der Rechte. Und ja, trotzdem wegen der leider dem Video nur zu drehen, war es auch wirklich skeptisch geworden. Also tut mir einfach ja, die leid, dass sowas irgendwie komisch ist, dass das halt wirklich aufgrund von wirklich, also
Arbeitsspeicher wirklich dementsprechend da einfach so hoch ist, ihr verbraucht nur von dem Browser einfach mal so abzuspielen. Und jetzt wünsche ich dann noch für euch noch viel Spaß noch und dann geht das ja dann wohl weiter. So, dann gucken wir mal. Fill up. Hallo, da bin ich wieder. Ja. Hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu diesem kleinen Livestream. Wir spielen ein bisschen Minecraft. Und ja. Die treffen mich nicht einmal. Ich bin einfach geil. Shit! Shit! Alter! Ja. Lol. Lol, eine Spende. Was? Das ist die erste Spende seit einem Monat, ey. Ja, kein Problem. Ich mach mich eigentlich geil, ja. Scheiße! Scheiße, darf man nicht sagen. Ich wusste es. Alter, hör auf zu beleidigen. Wir wollen jugendfrei bleiben. Fuck. Ja. Fuck. Motherfucker. Motherfucker. Oh, fuck, man. What the fuck? Scheiße. Scheiße. What the fuck, man? Fick mich, Rainbow. Fick mich. Den fick ich. Wen willst du ficken, Junge? Wen willst du ficken? Fick mich. Fick mich. Ich wollte fick dich. Shut the fuck up. Fuck. Halt drauf. Scheiße. Witze, Alter, auf jeden Fall bei dir. Wie sieht's hier aus? Genommen habe ich dich! Genommen habe ich dich, Spiel! Genommen! Ah, nach einer Stunde hätte ich dich irre genommen. Puh! Das war ja was. Warte mal, ihr spielt alle in der Eishalle? Also Eishockey? Ja, ich selber kenne in Aachen die Eishockeyhalle. Was war das jetzt für ein Wort eigentlich? Punktestand. Yo! Als ob ich darauf kommen würde. Bin ich klug oder was? Bin ich klug oder was? Sehe ich so aus, als wäre ich klug? Ehrlich. Ich habe eine Brille. IQ, ja. Ja, sind einige Schnellsterber hier heute. Oh ja. Ey, Fitz, Junge! Ey, Fitz! Geile Mucke. So muss sein. Buchstabe ist. Ist das ein I? Oder ist es ein L? Oh, es ist ein. Es ist ein L, oder? Es ist entweder ein I oder ein L! Hä? Meine verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege. Ah ja. Und wir fangen jetzt an mit einer geilen Runde Ranked. Wieso? Weil ich's kann. Warum nicht? Weiß nicht schon. Wie viel mag ich schreiben? Hilfe. Hello. Hello. Wow. Fühle ich, feier ich. So. Okay, das war nicht geplant. Aus. Okay, jetzt. Okay. Okay. Oh, hell no. Oh, no. Yo. Sieg. Sieg. Nein. Nein, immer nicht. Damit spielen, nice. So, ich flieg dann mal gleich. Warte, warte, das mag ich ja, ja. Ich hoffe, man kann das gut verstehen, alles gut hören. Kannst du fliegen? Das ist eine gute Frage. Oder stürzt du gleich ab wie beim Fail? Nicht zu steil, nicht zu steil, zu steil, sonst sinkst du gleich. Du musst Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Genau. Oh mein Gott. David, du stürzt so ab, ne? Ich gerade selber. Fuck! Fuck! Ey! Wie kann ich das Motor ausschalten? Oh mein Gott, das ist massiv. Es geht durcheinander, schreibt der Timon. Ja, das ist ein Also sorry, aber ich weiß ja nicht, wer jetzt durcheinander redet, weil wenn einer redet, dann halten alle die Fresse und das ist so. Ja, sonst machen wir einmal so, HALT FRESSE, jetzt rede ich! Perfekt. Jedes Mal, wenn mein Satz anfängt. Gesehen. HALT DIE FRESSE, jetzt rede ich! HALT MAUL! HALT MAUL jetzt, Mann! HALT MAUL, hab ich gesagt, ich rede jetzt! Die Mails geschrieben, HALT MAUL. Ja, na, David, das ist so... Ubisoft hat so einen Stream gemacht, so neue Games angeteased. Oh, oh! Hab ihn! Nice! Ah ja. Und das war's schon! Wow! Wow!
richtig spektakulär. Also, das ist ja mega geil. Ja, sonst hätte ich hier gerne auch noch dazu. Dementsprechend, meine Kollege Max Schradin, da wird er auch so gern ausflippen. Natürlich. Da wird er auch ja wohl richtig total auch sagen. Oho! Nein! Uhu! Nee, also, auf jeden Fall fand ich auch mal hier wirklich interessant und auch lustig. Muss man ja sagen. Ne, aber so mit Beleidigung reinzuziehen, also, da könnte man ja natürlich, wenn man ja wirklich bedenkt, einfach mal weglassen, lieber. Bevor ihr denkt, ey, der hat ja wohl beleidigt. Ich will, muss mal ihn melden oder so. Nee, also, auf jeden Fall finde ich echt ganz, ganz gut. Also wirklich auch natürlich über Maß auf jeden Fall. Ganz, ganz prima. Ne, muss man echt mal ganz toll sagen. Ne? Also. Und ja, Thumbnails auch auf jeden Fall top. Auf jeden Fall toppy. Und ja, also da gibt es auch noch weiteren Best-of-Videos natürlich. Auf seinem Kanal. Sogar Fall Guys hat er auch. Fall Guys. Auf jeden Fall. Und ja. Also, die Besten kommen ja wohl am besten zum Schluss, oder was? Nee, sondern Schluss dabei jetzt. Also auf jeden Fall finde ich ja natürlich erstmal auf jeden Fall positiv, auf jeden Fall gut da. Auf jeden Fall. Ne? Ah, nur bloß, wenn man so denkt, was der, also Kenia wohl erzählte, so damals so ein Quatsch hier irgendwie zu erzählen. Ja, du musst dir wohl richtig bessere Softwares holen und dann noch hier irgendwie, ja, noch richtigen Qualität hier holen und dies, das und so. Ach, das ist schon einfach mal, wie soll ich sagen, Vergangenheit, wohl zu sehen. Ja, ist so. Wenn man einfach so denkt, dann ist ja wohl klar, dass es ja wirklich, wirklich einfach nur zu Thema Vergangenheit zu tun ist, ne? Kann man wohl nichts anderes zu tun, wenn man jetzt hier wohl dies, das darauf konzentriert, ne? Das kann man wohl nicht hier wahr sein, ne? Das ist ja wohl klar, ne? Und deswegen, ne? Also jeder hat da natürlich seine eigene Meinung natürlich dazu, wie man natürlich besser aber hinzukommt und auch zu Thema Gestaltung so darüber hindurch zu kommen würde und dies, das und und deswegen ist wohl klar, dass es wohl sowas ist, ja. Muss ich wirklich mal verständlich den wohl erbittern, ne? Nee, also auf jeden Fall finde ich echt ja ganz in Ordnung. Und ja, also der kann ja auf jeden Fall schön wirklich auf den Trost hier zu kommen, ne? Aber gut, aber ich wollte auch gerne mal kurz einblenden hier auf dem Video. Jo, wo der auch noch hier natürlich auch eine kleine Face natürlich zu tun hatte, wo jemand da draußen auch noch verarscht hat bei ihm. Also mit hier Steuerung und F4. Normalerweise weiß der ja schon, dass das wirklich das ihr allgemein das ihr schließt, ne? Allgemein. Und der ist ja wohl wirklich, wirklich reingelegt. Das will ich auch noch gleich nach dem Video natürlich Anschluss auf jeden Fall reinmachen. Und dann wohl dementsprechend dann, ja, wünsche ich euch ja natürlich viel Spaß noch und dementsprechend dürft ihr auch gerne, wenn ihr weitere Bock auch noch auf Hashtag Chris reagiert, natürlich hier auf jeden Fall, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare natürlich rein, dann wird es auf jeden Fall euch auf jeden Fall dann wohl dementsprechend die nächste Tage, Woche oder Monate euch überlassende reagiert wird. Mal sehen, was da ja auf jeden Fall weiteres zukommt. Und mal sehen, was da noch weiteres wird. Also da sage ich euch mal hier viel Spaß noch. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Und ja, und ich bin raus mit euch. Und dann, ja, lasse ich euch den kleinen Clip natürlich noch extra noch am Laufen. Wenn ihr Bock und dies da ist, dann, ja, dann schaut's wohl woanders mal rein. Bis dann.
Und tschüss, Sikowski. Bam, bam. Mit Alt F4 gibt's die Map, Minimap. Was, es gibt eine Minimap? Gibt es schon so viele neue Sachen in Minecraft? Hä? Einfach eine Minimap, okay. Aua! Nein! In der Tat. Ich hab ganz vergessen, was Alt F4 bedeutet und jetzt realisiere ich es. Ihr Arschlöcher! Ihr Arschlöcher! Nein! Wow! Wow! Ihr Arschlöcher! Ihr Arschlöcher! Und ich hab euch geglaubt, wisst ihr? Ich war so naiv! Wieso? Alt F4 ist doch das Bekannteste und ich... Alter, bin ich behindert! Nein, doch. Oh. Kann mich jemand auf der Gamescom schlagen? Dankeschön. I'm so sorry, ja. Ich kann das nachvollziehen. Wenn man die Möglichkeit hat, dann würde ich das auch machen bei manchen Leuten, ne? Eieieiei. Damn. So, ich würde das hier mal schließen. Und dann schauen wir mal.